Heyo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Special-Projekt der Special-Woche 3 Jahre Let's Play mit Absurdus. Böse Nachbarn 2. Ja, parallel dazu startet ja heute Böse Nachbarn 1. Und auch Böse Nachbarn 2 kenne ich natürlich sehr, sehr gut und freue mich deswegen schon drauf. Aber anders als Böse Nachbarn 1 habe ich Böse Nachbarn 2 noch nicht angespielt dieses Mal. Die Installation ist taufrisch. Böse Nachbarn 2 in, alles an Bord. Und dieses Mal sind wir auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und besuchen die verschiedenen Urlaubsorte des Nachbarn und quälen ihn dabei. Joe, der Regisseur, bringt uns natürlich wieder alles Notwendige bei, wie wir den Nachbarn besten nerven können. Und es fängt natürlich auch mit den klassischen Tipps an, wie laufen sie von A nach B, oder sie können sich hier Gegenstände aus der Kiste nehmen, wie zum Beispiel eine Kiste voller Seife, wozu man auch immer eine Kiste voller Seife braucht. Und das hier ist die Freundin des Nachbars. Die ist im Kopf genauso schmal, wie sie unten breit ist, und deswegen, ja. Hier eben auch wieder die ganzen Tipps, die ihr schon im ersten Teil wahrscheinlich auch gesehen habt, falls ihr den ersten Teil gesehen habt. Ja. Eben, dass der Nachbar seinen fixen Tagesablauf hat. Und wir den natürlich dementsprechend ausnutzen können. Wum, tja, tja, wum, tja, wum, tja, tja, wum, da. Und los geht's. Wer den ersten Teil gesehen hat, weiß, ja, in Folge 1 war das ein Dauergag. Und dieses Mal ist das Schlösserknacken noch etwas komplizierter. Man muss da dieses Mal wirklich teilweise auch aktiv drinnen sein. Sprich, die Minispiele wurden ein bisschen ausgebaut und es ist nicht ganz so einfach. Ich hole mir da gleich noch eine Seife, weil die werden wir noch brauchen. Aber jetzt erstmal da hoch. Nein, nicht da drüben, wo die. Hier drüben. Und wie auch immer auf die Idee gekommen ist, ein Tischbein mit dem Taschenmesser durchzusägen, dem wünsche ich schöne Grüße. Und ich kenne noch die beiden anderen Jokes hier. Und freue mich deswegen schon irrsinnig drauf. An manchen Stellen können Streiche gesteigert werden, sprich wir kombinieren etwas. Und in dem Fall, das ist mein absoluter Lieblingsjoke in allen Böse Nachbarn Streichserien. Ich glaube in Teil 1 schon mal die Stelle, wo er mit der Seife seinen Spaß hatte. Ich sagte, das ist auch einer der besten Streiche, aber das war nur Böse Nachbarn 1. Hier fährt er wie auf einem Schlittschuh einfach durch. Oh.
Und wir sind fast am Herzinfarkt. Und fast hat sie ihn wieder auf die Fresse gelegt. Und dieses Mal hat man auch Leben. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Sprich, das Spiel kann auch ganz schnell mal vorbei sein. Aber man hat es etwas leichter irgendwie auch. Das ist... Und dieser schöne Urlaubstag ist zerstört. Das hat Woody gut gemacht. Wir haben den Kollaps erreicht, jawohl. Und jetzt, nach diesem wunderschönen Tutorial, geht die Action ab. Auf Schleichfahrt. Das erste Ziel des Nachbarn ist China. Olga, das ist seine möchtegern Freundin, und ihr Sohnemann haben sich für den Landausflug zum Strand entschieden. Natürlich folgt der Nachbar Olga dem Objekt seiner Begierde. Und wo der Nachbar ist, ist auch Woody nicht weit. 5 Streiche und viel Spaß erwarten uns hier. Joe TV Vienna präsentiert Böse Nachbarn 2 in Auf Schleichfahrt. Und ja. Also wir haben bis jetzt eine Haifischflosse oder ein Schilfrohr. Und eine Sandkugel. Ach so, Blödsinn, es war so rum. Und komm schon. Yep, passt. Das wird man auch sehr oft machen in dem Spiel. Dementsprechend will ich da auch gar nicht. Zu lange abwarten. So wie dieser Sägefisch aussieht, war mal ein Motorsägenfisch. Ich werde noch zu Steven Spielbergs Oscar mit dieser Vorstellung. Achtung! Und dieses Mal dürfen wir auch teilweise in die Gebiete des Nachbarn. Aber nur wenn er beschäftigt ist. Oh Gott, ich habe es vergessen. Nein! Nein, 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 nein! Oh, verdammt. Ich habe leider was absolut Wichtiges vergessen. Das ist mir jetzt extrem peinlich, Leute, das... sorry. Das hätte nicht passieren dürfen. Wie gesagt, ich habe es dieses Mal nicht im Vorhinein angespielt. Das heißt, wir werden etwas länger brauchen als beim anderen Teil. Ja, aber hey, komm, ist doch eine Special-Woche. Also 7 Folgen Let's Play
Böse Nachbarn 2 mit vielen lustigen Streichen und ein paar netten Fails. Was soll dabei schon schief gehen? Wenn man da zu weit rauskommt, sinkt dieser Pegel natürlich auch wieder. Einfach mal, um das kurz zu demonstrieren, mit dem selbstverständlich geplanten Auszucken. Rauszucken. Und zack. So. Viel Spaß mit diesem Schiffchen, werter Nachbar. Mir fällt gerade so auf, ich könnte direkt oben alles vorbereiten. Ja, der Kenner hat es gerade gesehen. Da war etwas im Teich. Komm schon. Ich glaube, den Kollaps packen wir dieses Mal leider nicht. Da hätte ich anders anfangen müssen. Wobei, es könnte sich knapp ausgehen. Ziemlich knapp, aber doch. Ja, es könnte es werden. Ah, ganz knapp nicht. Oh, das tut weh. Das war spitze, aber es war nicht der Kollaps. Oh. Okay, macht nichts. Die Kabine ist voll, unser nächstes Ziel. Und ab geht's zu einem Kulturausflug zur chinesischen Mauer, wo der Nachbar natürlich versucht, Olga zu gefallen. Die sensible Dame hat jedoch eher die chinesische Kultur als den tollpatschigen Nachbar im Visier. Und Woody sorgt dafür, dass das auch so bleibt. Jovo TV präsentiert Böse Nachbarn 2 in... Die Kabine ist voll. Ups. Komm schon. Jawohl. Wer auch immer ihre Nylonstrümpfe haben möchte, bitteschön, jetzt zu haben. Der duscht sich gerade. Nein, Spaß. Natürlich die Toilette. Bei dem traust du, dass er sich hier duscht auch. Ja, toll. Er kann Melonen mit dem Katana halbieren. Ist er nicht toll? Ich will eine alte Atomrakete des Reissieder benutzt. Nein, nein. Das war's. Come on.
Und deswegen hat man dieses Mal mehrere Leben. Weil es etwas krass ist, dass man ständig Probleme damit hat, quasi. Er fängt also da drüben an zu reden. Dann werden wir das auch als ersten Streich benutzen. So, es gibt dann auch Leute, die da wirklich Timing reinlegen. Und jawohl. Und versuchen, sich treffen zu lassen, um einfach Zeit zu sparen. Und das Schöne am zweiten Teil ist auch, wir haben dieses Mal kein Zeitlimit, sondern die Zeit rennt einfach hoch und je weniger Zeit wir brauchen, umso besser. Ich überlege gerade, wozu wir das Chili brauchen. Das noch Würste. Ach, damit hat man das Klopapier eingerieben, verstehe. Der hat jetzt einen Tinnitus bekommen und jetzt kriegt er seine Reisdusche und seine Chili-Therapie. Für seinen Allerwertesten. Ja, sehr geschmackvoll. Dieses Chili brennt definitiv nicht zweimal. Da hätten wir fast den Herzinfarkt erreicht und komm schon. So viel Spaß darf sein. Baum. Aber dieses Mal schaffen wir den Kollaps hundertprozentig. Jawohl. Das war's, unser Nachbar gibt auf. Episode Nummer 3. Wem der Gong schlägt. Auch die nächste Station liegt an der chinesischen Mauer. Der Nachbar hat sich selbstverständlich wieder in die Gruppe von Olga geschummelt, um ihr nahe zu sein und ihr ungehemmt imponieren zu können. Doch Woody hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Joe TV präsentiert wieder mal Vienna in Böse Nachbarn 2, Film der Gong schlägt. Ah, schön. Ja, genau. Oh, ho, ho, ho. Der kommt hoch.
Ach so, den Teddy brauche ich mit dem Nachbarn, also dem Kind, das vom Dienst. Weil dann kriege ich den Kinder-Silvesterböller. Oh. Jetzt kommt er. Ja. Alter, jetzt kommt er hier runter. Was soll der? Die Touristen-Karate-Show, ja, die Vorgefertigten. Ich lebe das mal, mein Bester. So, jetzt brauche ich hier noch die... So, und jetzt logisch überlegen, wo brauche ich hier was? Ach ja, genau. Und dann brauche ich hier... Ich fange jetzt einfach mal bei der Jadekette an und hoffe, dass ich keinen Fehler damit mache. Ah, nein, das war die Fettschüssel, genau. Fällt zum Glück auch überhaupt nicht auf. Ich meine, es ist ja nur um ein Vielfaches länger. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. Irgendwas fehlt noch. Achso, ich glaube, da war eine Vase, ja. Ich hätte Vase noch einfetten müssen. Nein! Da! Oh Gott! Ah! Deswegen habe ich die Fettschüssel noch. Ah. Wenigstens kriegt er es auf die Fresse. Und... Das muss wehtun. Okay, ich hoffe mal, das reicht für den Kollaps. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Nicht, dass ich auch auf die Ming-Vase vergesse. Ich meine, die steht doch schon so schön zur Deko da. Oh Gott. Für den Kollaps wird's nicht reichen, fürchte ich. Sehr schön. Oh Gott. Wie dumm man noch sein kann. Ja, das war... Wenn ich den einen Joke vergessen habe, verdammt nochmal auch. Der Moment, dass er sie gefangen hat, habe ich gesehen. Schmarrn.